Seine Frau war damals, als ich Beachvolleyball-Camps angeboten habe, war sie eine Trainerin. Und dann musste ich mich halt einmal vorstellen, soll ich einmal zeigen, dass ich Training geben kann. Wir haben den ganzen Sommer, sind wir im Endeffekt durch die Gegend gereist und haben angefangen. Und dann waren wir relativ schnell das relevanteste Medium im Beachvolleyball. Ein eigenes Lebensgefühl, was sich da entwickelt hat. Ich kriege keine Treibers, ich kriege keine Funkes, ja, die hier sind, weil sie es lieben. Lass das doch mal weitermachen und vielleicht können wir noch andere Sportarten anbieten. Und daraus ist dann eben Drops 4 entstanden. Also es ist hier einfach eine größere Plattform, als wir teilweise auf der deutschen Tour haben. Lass uns nach vorne gehen, lass uns den Sport pushen und lass uns das einfach zu einer geilen Sache machen, die am Ende jedem hilft. Das wäre so eine Wunschvorstellung.